Ja, hallo, willkommen. Lass uns noch einmal über das Thema Spannschnur für Pistolenarmbrüste sprechen. Ich habe ein Video zu der Alligator gemacht. Das betrifft aber genauso Stinger, Cobra und andere Pistolenarmbrüste. Was Spannschnüre und wie man das improvisieren kann. So, fangen wir mal an. Bei der Alligator, bei dieser Armbrust sehr günstig, ist keine Spannschnur mit dabei. Und da kommen immer wieder die Frage, wie kann ich das improvisieren? Komme ich gleich dazu. Wenn du eine Stinger hast, zum Beispiel hier die Compact, aber auch bei der Tactical, dann ist es so, dass diese Spannschnur mit dabei ist. Das ist ja so ein Draht, extrem unflexibel, und das ist nämlich auch der Punkt dabei. Umso flexibler so eine Spannschnur ist, umso schwieriger ist es, die abzuschätzen, aber das passt einmal, das ist bei der Stinger. Dann gibt es, die alte Stinger hat das gehabt, aber auch die aktuelle EK Cobra, diese braune mit den braunen Griffen, diese Armbrust, ja. Bei der ist es so, und auch bei der Redback Pistolenarmbrust von Horizon ist es so, da kriegst du so eine Spannhilfe. Bei der hast du den Vorteil, dass du die Länge etwas einstellen kannst. Ich stelle mir die Frage, warum das da 100.000 Mal durchgefädelt ist bei diesen Kunststoffteilen. Aber mir ist natürlich klar, damit eben keine Dehnung entsteht, damit das genau eingestellt ist. Ich weiß nur nicht, warum man das so oft braucht, aber da wird sich jemand was überlegt haben, das will ich gar nicht. Ich stelle es mir nur immer wieder trotzdem die Frage, weil sich da reine Schweine einfach nicht vorstellen kann. So, die ist da mit dabei. Das hast du alles bei der Alligator nicht. Und jetzt kann man sie aus Paracord zum Beispiel oder andere Schnur, die nicht flexibel ist, also die darf jetzt nicht so der Kletterseil zum Beispiel hin und her gehen, kann man sich das selbst improvisieren. Und da kam jetzt die Frage, ich soll das mal herzeigen. Du nimmst dir jetzt eine Schnur, die nicht flexibel ist, ich habe jetzt hier Paracord, und nimmst du mal hier Maß sozusagen, ja, wobei das jetzt hier noch kein Maß ist, es geht nur darum, das Teil muss ja hier an der Stelle eingefädelt werden. So, das habe ich schon einmal in einem eigenen Video beschrieben, das will ich jetzt hier an der Stelle nicht noch einmal tun. Bitte das Video anschauen. Und machst jetzt hier eine Schlaufe. Und diese Schlaufe soll meiner Meinung nach nicht zu eng sein. Wenn die nämlich nur, wenn das dieses Ohr, das da jetzt entsteht, nur ganz klein ist, dann wirst du später die Sehne nicht durchfädeln können. Daher eine gewisse Länge. Braucht jetzt auch nicht, das Ohr braucht jetzt nicht so groß sein, das ist klar. Aber ungefähr so, dass er mit der ungefähr, ist für mich ein Richtwert, muss selber drauf kommen, wie das für dich besser funktioniert. So, und jetzt muss man Maß nehmen. Und zwar beim Sehnenwechsel, das betrifft jetzt nicht nur die Alligator, das ist bei allen so, musst du die Sehne, sofern die nicht gerissen ist, ja, aber du solltest nicht so lang schießen, bis die wirklich so, durchgerissen ist, ja, fädelst du die Spannkrallen, wie auch immer die zu spannen sind, hier durch. So. So schaut das Ganze jetzt aus. Und jetzt nehmen wir Maß. Ja. Ich fädle hier mal ein, lege dann hier diese Spannschnur rundherum. Und zwar da, schau mal her, hinter diese Spannkrallen, weil mit der spanne ich ja dann nachher auf. Lege das Teil hier herum und habe dann sozusagen mein Maß. Ne? Das ist mein Maß. Also so sollte die Spannschnur ungefähr ausschauen. Ja. So muss die Spannschnur ungefähr ausschauen. So lang muss sie ungefähr sein, damit sie überhaupt funktioniert. Ist sie kürzer, kann ich sie nicht über den Bogen drüber fädeln. Ist sie zu lang, kriege ich sie ganz locker über den Bogen, aber ich kriege nicht genug Spannung, um die Sehne ausspannen zu können. So, jetzt gebe ich da ein Stückchen dazu und sage, ja, das ist es jetzt. Ja, ganz so genau muss es dann auch nicht sein. Und mache jetzt hier wiederum diesen, wie heißt das, Sackstich? Ja, so heißt der Knoten, das ist nicht meine Idee gewesen. Sackstich, ich glaube, das heißt Sackstich, wenn du das besser weißt. Wenn du dich da besser auskennst als ich bei Knoten, dann schreib mal unten, ob das der Sackstich war. Ja, was sich die Seeleute für Namen überlegt haben, ich weiß es nicht. So, und jetzt kann ich das Teil da einfädeln. Schau mal her, das geht jetzt aus. Ich hätte sogar noch ein bisschen strammer sein können, aber ist auch okay. Und jetzt spanne ich auf. Und was passiert? Die Sehne wird freigegeben, die kann ich jetzt ausfädeln, kann eine neue Sehne mit einbauen, was auch immer, und gehe jetzt dann zum Beispiel wieder her. Das kann ich bei so einer Pistolenarmbrust mit 80, 90 Pfund, was das Teil hier hat, oder lass es 78,9 periodisch sein, ist jetzt egal, kann ich das machen. Bei einer scharfen Armbrust mit 300 Pfund, wie bei einer Siege oder einer Raven oder was auch immer, würde ich das jetzt nicht tun. Nur bei einer Pistolenarmbrust, wie zum Beispiel der Stinger oder der Redback oder bei dem hier, greife ich da rein und ziehe die Sehne
zieh das hier nach vor und dann spannt das Ganze wieder ein. Und so hast du dir deine Spannschnur zum Beispiel für die Alligator selbst gemacht. Wie gesagt, wichtig dabei ist, dass das hier, dieses Seil, diese Schnur, dieses, was auch immer du da jetzt verwendest, kannst du auch Draht verwenden, wenn du magst. Das ist nichts anderes als irgendein Draht oder irgendein, ich bin kein Materialtechniker, aber das ist ein Kunststoff, da ist wahrscheinlich irgendein Draht drinnen, ich weiß es nicht, ja. Es soll halt so unflexibel wie möglich sein. That's it. So machst du das und dann wirst du glücklich sein. Wenn auch du Fragen hast, dann stell sie sehr, sehr gerne. Freut mich irrsinnig, wenn du da mit dabei bist. Schick uns gerne deine Anfragen an shop@überlebenskunst.de. Dann beantworten wir das gerne. Link, weil das ist natürlich billigste Eigenwerbung par excellence. Kriegst du natürlich unterhalb von dem Video, kriegst du den Link zu all den Produkten. Schau auch einmal auf Waldurlaub, ich habe nicht getrunken, ja, Waldurlaub.de vorbei. Ich lalle schon. Dort kannst du auf den Camps auch mit Bogen und Armbrust schießen. Wir haben auch einen eigenen Bogen mit 3D-Ziele für Bögen. Und ja, schau dir das ganz einfach an, wenn dir das interessiert. Daumen nach oben und nach unten, Abo sowieso und überhaupt. Das hat mich gefreut. Bis dann. Ciao, ciao.